Jojo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Empire und heute haben wir etwas anderes vor, nämlich nichts in der Mafia-Basis, denn wir haben einen neuen Auftrag von Mo bekommen und den werden wir erstmal zu Ende bringen. Und um was es sich da genau handelt, das zeige ich euch jetzt. So, aber erstmal würde ich sagen, teleportieren wir uns, Leute. Woo! Wir sind jetzt hier vom Mos Haus und ihr wundert euch vielleicht, was wir genau hier zu tun haben. Aber Mo hat uns dafür eine sehr, sehr spezifische Aufgabe gegeben. Falls ihr wissen wollt, was es genau ist, das werdet ihr gleich herausfinden. Oder falls ihr die Vorgeschichte wissen wollt, guckt auf jeden Fall bei Mos letzter Folge vorbei. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Keller und dann erkläre ich euch mal, worum es jetzt so geht. Mo hat mir nämlich gesagt, ich soll hier erstmal so einen roten Teppich legen und das habe ich gerade eben schon gemacht. Und wo der hinführt, Leute, das werdet ihr jetzt herausfinden. Nämlich an folgenden Ort. Der gute Mo hat hier nämlich so einen kleinen Saal und der hat mir nämlich den Auftrag gegeben, dass ich den einfach mal umdekoriere zu einem Hochzeitssaal. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Nur ich würde sagen, als allererstes machen wir erstmal diese komischen schwarzen Dinger hier weg und machen den Raum erstmal im Allgemeinen so ein bisschen heller, damit es hier so ein bisschen frischer aussieht. So, das wäre jetzt quasi geschafft. Nur, es ist ja nicht so, als würde ich hier einfach drauf losbauen. Mo hat mir auch so ein paar kleine Vorgaben gegeben. Und ich möchte zum Beispiel hier oben am liebsten das hier noch so ein bisschen wegkloppen, damit diese Tribüne ein bisschen weg ist und hier ein bisschen mehr Platz ist. Dann würde ich hier quasi so ein kleines Buffet errichten. Hier unten würde ich dann quasi ganz, ganz viele Stühle hinstellen, damit die Leute ja auch auf den Altar gucken können. Hier wird nämlich dann im Nachhinein der Altar sein. Ich dachte mir nur, ich mache den einfach noch so ein kleines bisschen kleiner. Das heißt, ich nehme den Teil noch irgendwie weg und den Teil da vorne auch noch ein bisschen weg. Da hier unten die Toiletten sind, würde ich sagen, lassen wir das einfach so, weil es hat irgendwie so seinen Flair, wenn die Leute direkt von hier aus pinkeln gehen können. Ist auch relativ praktisch irgendwie. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. So, das haben wir jetzt damit quasi schon mal geschafft, aber jetzt kommt als nächstes, erstmal hier diese Stühle. Ich dachte mir nämlich, dass ich hier vorne so ein paar Stühle hinknalle, weil die Leute müssen ja auch vernünftig irgendwie bei der Hochzeit zugucken können. Deswegen machen wir das einfach mal irgendwie so. Und dann würde ich sagen 4, dann mache ich hier quasi einen Abstand, damit Leute auch aufs Klo gehen können. Dann hier in der Mitte nochmal welche und dann nochmal hier Abstand 1, 2, 3, 4. Und dahinter mache ich dann auch nochmal 2 Platz. Das heißt, hier kommen nochmal 4, dann kommen hier nochmal 3. Und dann hier nochmal 1, 2, 3, 4. Dann dasselbe nochmal hier. So. Dann hier. Und hier. Was ich nämlich extra noch vorhin gemacht habe, bevor ich hiermit angefangen habe, ich habe nochmal extra eine kleine Pflanze designt, die ihr auch da hinten seht. Die habe ich bis jetzt noch nirgendwo benutzt. Und ich würde sagen, die knallen wir jetzt auch nochmal ein bisschen hier hin. Die habe ich nämlich auch hier in meinem Inventar. Machen wir so. Machen wir mal die Pflanze irgendwie noch hier hin. Einmal dann hier noch eine. Und hier auf jeden Fall noch eine. Weil auf einer Hochzeit müssen ja immer super viele Pflanzen sein, weil es gibt ja auch immer einen Floristen, der die ganzen Pflanzen dann hinbringt, damit alles hübsch wird. Und pipapo. Aber, in dem Fall bin ich halt alles. Ich bin einfach der Florist, ich bin der Ringmacher, ich bin irgendwie alles. Weil irgendwie, keine Ahnung, Mo will dieses Mal ordentlich sparen bei der Hochzeit. Keine Ahnung. Deswegen muss ich den ganzen Kladderadatsch erledigen. So, und dann einmal hier oben drauf den Stissel und das. Ups, das ist jetzt ein bisschen fail. So, die Pflanzen hätten wir jetzt soweit schon mal hingestellt. Ich habe jetzt gerade auch nochmal hier so ein bisschen die Bühne nochmal ein kleines bisschen kleiner gemacht, weil irgendwie hat mich das ein bisschen genervt, dass es bis hier ging. Ich finde es so auch ein bisschen hübscher. Und ich würde sagen, hier pixeln wir jetzt nochmal eben ein kleines Herz hin. So, wie ihr seht, habe ich jetzt quasi noch ein bisschen am Altar gebaut. Hier habe ich noch so kleine Kerzen hingemacht, ganz, ganz viele Herzen überall. Hier habe ich sogar noch die 2 Ringe hingetan, den ganzen Altar hier noch mit so einem kleinen Teppich versehen. Und, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man hier noch so hintun könnte, um ehrlich zu sein. Vielleicht mache ich hier nochmal so ein kleines Geländer hin irgendwie. Hier oben sitzen tatsächlich keine Gäste. Ja, vielleicht das Geländer nochmal irgendwie nach da, vielleicht nochmal überall so ein bisschen mehr Herzen. Und, ja, ich glaube, dann wären wir sogar schon fast fertig eigentlich. Warum muss es die ganze Zeit draußen donnern? Das geht mir echt auf den Sack. So, machen wir hier nochmal so ein paar Herzchen hin irgendwie. Zum Beispiel hier noch eins und da eins und da eins und hier eins und da vielleicht noch eins und hier und da. Weil irgendwie sieht das alles ein bisschen cooler aus, wenn hier überall noch so ein paar kleine Herzchen sind und so. Weil es sieht sonst so langweilig aus, wenn das alles so ganz normale, triste, weiße Wände sind. Und ich bin, um ganz ehrlich zu sein, sogar eigentlich ziemlich zufrieden bis jetzt. Also ich finde es sogar ziemlich cool. Und ich würde sagen, hier kann man sogar schon fast heiraten. Ich frage mich nur, falls ihm noch irgendwas fehlt oder so, weil es ist jetzt nicht so, als wäre die Hochzeit direkt morgen, dann könnt ihr mir theoretisch in die Kommentare noch schreiben, falls euch noch irgendwas einfällt. Dann kann ich das auch noch hier hinknallen. Und dann würde es das vielleicht auch noch in die Kapelle schaffen. Und ihr werdet es vielleicht sogar in das Video mit eurem Kommentar schaffen, wenn dann der Vorschlag gut genug ist. Und ja, ich würde sagen, ich mache nochmal ganz, ganz schnell hier eben das Geländer.
Und ja, dann sind wir eigentlich schon fertig, glaube ich. So, Leute, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge für diesen kleinen Saal hier habt oder so, dann schreibt ihn auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich habe heute versucht, diesen Raum so schnell es geht in einen Hochzeitssaal umzuwandeln. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, ne, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss, haut da rein!